Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der Mulle. Hallo. So, wie in der letzten Folge gesagt, wir haben die Schnauze voll von allen Mods, die rumbuggen und so weiter. Wir knüppeln Botania durch bis zum bitteren Ende. Das läuft dann hoffentlich auch bugfrei. Sollte aber. Und als erstes mache ich habe hier immer noch die ganze Tasche voll von meiner Tour Lessons in dieser einen Welt. Da habe ich jede Menge Bücher von Witchery, Pharmonomikon, ach, das braucht man alles nicht. Ich schwer nach alle einfach verbrennen. Ja, mehr oder weniger. Ich bin für verbrennen. So, was wir auf jeden Fall jetzt brauchen werden, kommen die Erze, die brauchen wir auch nicht hier, dieses 4-Silber-Ohr, ganz ehrlich. Ist jetzt schon eigentlich scheißegal, die habe ich eigentlich vergessen zu löschen. So, ich suche gerade mal das schlaue Buchlein. Komm, da machen wir einfach ein neues. Mein Gott, also hier haben wir die Lava schon überall leer. Ja, ich habe die auch schon einmal umgestellt. Ja, ich suche gerade den neuen Punkt, aber ich finde ihn nicht. Ja, muss ein bisschen fliegen. So, hier sind wir wieder in der guten alten Botania-Etage. So, also. Wow, ich habe zum ersten Mal in das Buch geschaut. Mehr oder weniger. Wir sind jetzt eigentlich schon so weit bei Basic Mechanics. Wir haben Terrastil. Das haben wir ja schon. Bei Basic Mechanics. Ja, von Botania Basic and Mechanics. Ach so, das meinst du, okay. Ich dachte gerade, du redest von irgendeinem anderen Mod. Was nein? Ja, ich meine, es kommt ja schließlich nie vor, dass du dich irgendwie verhaspelst oder irgendwelche Mods verdrehst. Nein, ich doch nicht. Also, auf jeden Fall. Wir wollten dann heute den Fusionsreaktor von Rectic machen. Ach, scheiße, war ja was. Ja, der musste gerade sein. Auf jeden Fall, weil ich wieder null Ahnung habe, wo mein Wand of the Forest ist, mache ich mir jetzt schon sieb zum 17. Mal einen neuen. Irgendwann findest du mal eine Truhe mit 700.000 Mod of the Forest drin. Ja, das wird man aber noch dann merken. Brauchst du ein Wand of Forest? Wieso? Ich habe alle gefunden. Okay, also. Was wir dann jetzt heute machen werden, wir kümmern uns mal um einen ganz bestimmten Punkt. Von V, wollte ich sagen. Damals wieder mit dem Verwechseln. Wir kümmern uns heute um den Bereich Alfomancy. The Portal to Alfheim. It says that once elves used to share the world with us Minecrafters. Due to unknown events, they would have been banished back to their own world, Alfheim. Alfheim, woran erinnert es dich? Ich denke, Sword Art Online. Genau. Ja, das ist. So versteckt die Referenz. Ja, das ist mir gerade so aufgefallen. Warte mal, Alfheim kommt mir irgendwie bekannt vor. Experimentation has been done. An attempt to bridge the gap between the two worlds. And means of creating a portal that have been devised. Creating this portal proves not to be an easy task. As you are, few exquisite resources are necessary. The requirements are as follows. 8 Living Wood Blocks, 3 Glimmering Living Wood Blocks, ein Elfen Gateway Core, 2 Mana Pools und 2 Natural Pylons. Okay. Wir brauchen einen Elfen Gateway Core, das sind 8 Living Wood und in der Mitte ein Terrastil. Wir brauchen 2 Natura Pylons, das sind 2 Mana Pylonen mit einem Terrastil-Ingot. Glimmering Living Watch sollten wir easy machen und das wird dann der Aufbau. Das heißt im Klartext, auf zum Endgame-Content. Haben wir noch Terrastil? Ich bezweifle es irgendwie. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, sieht es nicht so. Ich lasse noch jetzt den Kram mit der automatischen Holzfarm. Das braucht man dann ja auch alles nichts, wenn wir jetzt nur noch Botania machen. Nicht Wäre wirklich. Zeitwastung. Irgendwie ja. Ja, Hast du dann das hätte ich. Mana-Tablet? Mana-Tablet. Ich glaube, das habe ich verarbeitet. Kannst du auch den Mana-Ring gebrauchen? Ja, das geht auch. Dann. Der ist sogar halb voll, also ein Viertel Mana. Nee, zwei Mana-Tabs da drin. Weißt du, was du machen könntest? Was? Wir müssen die Mana-Produktion jetzt mal so richtig hochknüppeln. Ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Und zwar, hier diese Hydro-Gefixe, die sind ja schon relativ produktiv. Ja. Wir können die nämlich noch auf eine Whiteboard. Ich nehme ganz schnell da drin. Diese Hydro-Gefixe können wir noch produktiver gestalten. Das klingt gut. Und zwar, wenn man nur Hydro eingibst, Ja.
Da gibt es ja links die normale Blume und rechts gibt es die Floating Hydroangeas. Ja. Nur ein Rezept. Ich denke mal, das soll so sein. Das wundert mich gerade, dass sie kein Rezept hat. So viel zum Thema. Das ist jetzt gerade echt. Soll ich mal googeln und du machst einfach weiter? Ja, das wäre nicht schlecht. Ansonsten müssen wir da irgendwie ein bisschen umgestalten. Auf jeden Fall müssen wir richtig viel hochknüppeln. Ja, mit dem Mana kommen wir, glaube ich, nicht nahe. Gibt es jetzt eigentlich noch einen effizienteren Mana-Speicher außer die Mana-Pools? Es gibt, wenn wir dann weiter sind, gibt es noch den... Na? Gab's doch nur den? Anscheinend gibt es echt nur die. Ja, ja, zur Not kann man ja die Mana-Ringe und sowas zum Speichern verwenden. Finde ich etwas eleganter als jetzt die Mana-Pools. Ja, das ist schwierig. Was ich jetzt aber mal mache, ich hole mal ein paar Enderperlen und Diamanten, damit wir ein bisschen Terrastil machen. Ich mache das erstmal provisorisch 2 Terrastil. Ah, komm, ich mach mal lieber 3. Vorsichtshalber, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wo sind die Enderperlen? Ich glaube, die habe ich ins ME geknüppelt. Hast du? Hab ich. Ah, da, ich habe schon gewundert. Hä, wir haben keine einzige Enderperle mehr, das stimmt doch was nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch mal auf richtig krassen Content freuen, weil Botania ist gegen Ende echt. Aua. Erstmal hier wieder die beiden Blümchen aktivieren. So, das dreimal. Das dreimal und das dreimal. Sehr schön. So, dann hier einmal den Mana-Pool auffüllen. Einmal warten, bis er komplett voll ist. Und dann können wir jetzt direkt schon das nächste Terra-Stil machen. So, wir brauchen auch noch Living Wood. Dafür gehe ich direkt nochmal runter und hole was Holz. Aber so langsam merkt man auch, dass wir gegen Ende schon laufen von Botania, ne? Jo. Irgendwie gibt es dazu kaum Infos im Internet. Ich habe da irgendeinen Typ in einem Forum gefunden, der gesagt hat, dass man dafür irgendwie Glowstone und Dirt und irgendwie sowas braucht. Aber keine Ahnung, ob das jetzt einfach ein Crafting-Rezept ist oder. Also, was man machen kann, ist, es gibt ja für die normalen, für die Flowing Mystical Gedönse, also die normalen Blumen, gibt es ein Rezept. Kannst mal schauen, ob das auch so vorhanden ist. Ja, also die Floating-Version haben alle kein Rezept. Nein. Wenn du nur Floating eingibst, die Floating White Flower zum Beispiel hat ein Rezept. Echt? Okay. Ah, stimmt. Lass mal sehen. Ah, stimmt, ja. Probier einfach mal das Rezept, nur ich knüppel mal eine Hydro drüber. Ja, das hatte ich mir gedacht, dass du das mal so machst. So, erstes Terrastil wird hergestellt. Wie liest eigentlich heute generell mit der englischen Klausur bei dir? Ach so, ja, ganz gut. Hauptsache, wie es bei mir lief. Wieder wie in der letzten Klausur. Dreiviertel Stunde geschrieben. Was soll ich jetzt machen? Ich bin fertig. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, ich habe die Zeit. Immer für kreative Pausen drin genutzt. Deshalb ging das ganz gut. Ja, ich habe es gemerkt. Du warst eine richtig lange Zeit einfach mal draußen am Schauen. Ja, der Wind war interessant. Also BZW, das Resultat des Windes. Ja, das habe ich mir auch in längerer Zeit noch angeschaut. Ah, stimmt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. An einer Stelle habe ich mir gesagt, das klingt irgendwie scheiße. Kann man nicht irgendein tolles Fachwort einsetzen? Was habe ich denn bei unserer Lehrerin jemals gelernt? Ah, ich weiß es, immediately. Das passt dir voll gut und klingt schlau. Habe ich doch mal was bei dir gelernt. Ha, Moment, ELT, Immediate Interessierung. Jetzt sind wir erst, was wir bei der Alten gelernt haben. Das ist... Das kannst du in 2 Sekunden abfragen. Das lief wirklich genauso. Jetzt mal im Ernst. Ich habe in Englisch gelernt, he shit, das erstmal so mit. Mehr habe ich, glaube ich, wirklich in diesen 2 Jahren nicht gelernt. Aber bin ich noch irgendwo eine Schere? Ach, ich habe eine im Inventar. Nee, alles gut, ich brauchte nur normales Gras. Hatten wir aber noch. Warst du in meiner Weed-Plantage?
Nein! Das ist mir so als erstes eingefallen. Okay, es ist, okay, der braucht Gras. Warte mal. Oh, das wäre aber so genial, wenn morgen einfach mal wirklich der Unterricht von den 13ern boykottiert wird. Ja, mal sehen, aber ich weiß nicht, das ist wieder unsere letzte, also bei Krise, letzte Stunde vor Klausur. Und ich weiß nicht, ob das zwei Klausuren hintereinander ohne Unterricht. Letzte Stunde vor Klausur? Nächste Woche, Mittwoch ist Relixon. Ernsthaft? Ja, ich weiß auch nicht, wie der sich das mit den Referaten vorstellt, aber. Bezweifle ich stark, dass er das machen wird. Ja, mal sehen. Grüße. Sitzt mich. Ansonsten, alle anderen Mittwoche sind noch für irgendeinen anderen Scheiß vergeben. Der nächste Mittwoch ist dann für Deutsch vergeben. Und der Mittwoch danach für. Nee, stimmt. Der nächste ist dann für Französisch vergeben und der übernächste für Deutsch. Also, Mittwoche sind alle belegt. Okay. Gut. Ich bin gerade am Schauen, wo wir das Portal hinsetzen. Und ich würde sagen, dafür müssen wir ein bisschen Decke einreißen. Ach, und GLG und WL schreiben wir übrigens laut Klassenbuch am selben Tag. Ah, das ist sehr schön. Bin ich mal gespannt, wer welcher Lehrer da zuerst sagt meins. Also ich denke, unser GLG-Lehrer, weil die WL-Lehrerin, die hat es einfach verkackt. Die hat halt für den Donnerstag eingetragen, obwohl wir noch freitags haben. Hm. Und dann hat irgendwer, ich glaube, Klaas mal nachgetragen, dass das so nicht stimmt. Das ist dann auf Freitag gelegt, allerdings sind jetzt halt beide gleichzeitig. Okay, bin ich mal gespannt. Oder das so nur in Verbindung bei TIFF funktioniert mit zwei Klausuren gleichzeitig? Vor allem du warst auch gerade wieder genial. Erstmal, okay, unser TIFF-Lehrer, vielleicht soll, unser GLG-Lehrer, vielleicht sollte ich nicht den Namen sagen. Ja, und Klaas dann? Ach, verfluchte Scheiße. Hab extra drauf geachtet. Ja, ich hab's gemerkt. Ich denke mir, oh, da gibt's sich Mühe. Ja, und Klaas, oh, never mind. Kannst du jetzt alle den Namen auspiepen, wenn du Spaß dran hast. Du hast doch bloß das Penis drüberlegen. Ich muss mal schauen, ob ich das noch schaffe. Oh, da suche ich dir den Penis drüber. Da brauche ich einen von True Blackie, der hat den ultimativen. Na scheiße, das Video ist gelöscht. Na, also im Klartext, dank dir hab ich jetzt das Problem. Oh yeah. Okay, wir brauchen Glimmering Living Wood. Das wird. Ach, das ist ja billig. Wie viel braucht? Funktioniert so nicht. Nee. Nee. Okay. Dein Knüppel irgendwie anders Mana Pools sind. Wir brauchen Mana bis zum geht nicht mehr. Ja, ich google noch ein bisschen. Okay, drei Glimmering Living Wood. Also das Portal steht gleich schon offiziell, bloß das müssen wir noch powern können. Doof. 1, 2. Ah. Das sieht irgendwie cool aus, dieses Glimmering Living Wood. Könnte man, glaube ich, super auch als Lichtquelle benutzen. Hast du was? Ich glaube schon. Bin gerade im Subreddit dafür. Simply combine any basic floating flower with a functional generating flower. Probieren wir das doch mal aus. Was functional generating flower? Ja, halt die was machen. In unserem Fall halt Hydrogengas. Okay. Ich sehe, du bist ja nur so schade auf Laputa oder so, oder Kacke. Ja, warte, ich probier's einfach mal aus. Haben wir denn noch scheiß Blumen? Jetzt, ach komm. Spektrum. Es gibt schon komische Namen bei den Blumen. So, wir brauchen noch die Mana. Pylone. Auch die gehen ja auch easy. Wer war das denn nochmal? 2 Gold, 2 Mana Seal, 1 Mana Diamant. Haben wir da noch Mana Diamant über? Dann bräuchten wir die nicht mehr machen. Ist ja cool, die haben wir sogar noch. Ah, dafür hab ich da mal versehentlich 20 oder so auf einmal gemacht. Ja, du lässt wieder das Zeug auf dem Boden liegen. Ja, kann man sagen. Hast du wieder Popo. Ja. Was willst du mir mitteilen? Ich weiß es selbst nicht. Das sind wir ja schon 2. Du weißt, ich hab da so ein kleines Problem mit meiner. Was wollte ich sagen? Nämlich genau das. Dann ist ja gut. Wollte gerade ganz kurz sagen, wir haben ja noch ganz viele Dayblooms, die können wir mit verwenden, aber. Nein. Jetzt im Ernst? Ein Block ist abgebaut und meine Spitzhacke ist kaputt. Meine Axt ist kaputt.
Du hast nicht zufälligerweise eine dabei? Axt? Nein. Wie funktioniert das mit der Sparks nochmal? Aber warte hier, vergiss es, das hat ja auch mit dem Mana-Splitter ganz gut funktioniert bei der. Ich muss nur ein paar Blumen wachsen lassen. Okay, das geht damit nicht. Haben wir noch ein Wand of the Forest über? Mach dir einen! Ach, komm schon. Ich hab mir auch einen neuen gemacht und so lange dauern die echt nicht. Weißt du was? Wir haben irgendwo so viele. Also, das ist Theorie. Ja, viel Spaß beim Suchen. Und ich bin jetzt gierig, ich habe mir eine Diahax gemacht. Ich habe so viele Diamanten gefahren, jetzt darf ich auch mal ein paar verschwenden. Ich kann sagen, die erst haben wir eigentlich genug, solange du kein Eisen verbrauchst. Ja, okay, Eisen haben wir mittlerweile auch genug. Ja, gut. Wir wollen ja keinen Fusionsreaktor oder so aufbauen. Ich finde jetzt ein Wort, das du vorbist, verlass dich drauf. Ja, viel Spaß. Wenn ich das Haus dafür abfackeln muss. Okay, zwei Mana-Diamanten. Warte, willst du das Haus abfackeln? Das hat jetzt lange gedauert. Was hast du vorhin an mir erwartet? So, die Natura-Pylonen sind auch fertig. Und jetzt nur noch das Living Wood. Okay. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Hier und 1, 2, 3 hier einen Mana-Pool. Ja, das sieht gut aus. Okay, noch zwei Mana-Pools. Ich würde sagen, der hier ist leer. Und wir müssen den eh auffüllen. Und zwar heißt es jetzt gleich, dürfen wir ein Portal aktivieren. Sag mal, verbrennst du die Dinger, wenn du die benutzt hast oder sowas? Nein. Unser Thron ist erst auf kein einziger. Also ich kann auch unsere Erztruhen an den Farmen durchgucken. Jetzt mal im Ernst. Ich habe so viele weggeworfen einfach hinterher. Was ist das für eine Truhe mit Plastikbags drin? Ach, das war mal vom Fischer. Ach so. Ah, warte mal, der ist ja jetzt... Ja. Was ist das hier für eine weiße Flüssigkeit unten? Weiße Flüssigkeit? Ach, da bin ich eben gekommen. Okay, nein, ernsthaft, was ist das? Ich weiß, was das ist. Da bin ich quasi, kannst du wirklich sagen, ich bin gekommen. Okay. Nee, da hatte ich einfach einen Bildschirm ausgeleert, weil ich einen Eimer gebraucht habe. Ach so. Also, ich bin gekommen. Alter, diese Natura-Pylonen sehen aus wie diese Sims-Kristalle. Ach so, die, ja. Hab ich beim Singleplayer ausprobiert, die sind lustig. Die sehen echt aus wie so ein Sims-Kristall. Und vor allem sind die auch ziemlich gut animiert, finde ich. Mhm. Haben wir zumindest noch Living Wood? Ich habe noch 3 im Inventar. Oh, dann her damit. Und da ist auch schon wieder neues fertig. Vor allem, wir sind auch schlau. Wieso haben wir eigentlich nur eine einzige Pure Daisy gemacht? Bisher haben wir nie wirklich viel von dem Zeug gebraucht. Naja, aber es ist schneller. So, hast du auch dein, hier, Book of Lexica Botania Gedönse? Ah, längst verbrannt. Ja, mach dir mal gerade ein neues, weil das werden wir jetzt gleich brauchen. Naja, ich will jetzt erst noch meine Variante fürs Floating ausprobieren. Alter, that frame rate. So schlimm? Ja, gerade war es ganz besonders schlimm, aber jetzt geht's wieder. Ich frag mich aber echt, warum das bei mir so abkackt. Jetzt im Ernst, weißt du, wie wir es eigentlich hätten auch machen können mit diesem Modpack? Hätte irgendwie einfach in jeden einzelnen Mod raushauen können, außer Botania, ne? Mittlerweile schon. Na gut, Morph vielleicht noch. Ja, okay. Das hätte man auch irgendwie über eine Leiter lösen können. Ich klamme mal den Mana Spreeder hier. Ja. So. Hallo, du sollst dich... Wärst du denn theoretisch gesehen bereit, jetzt gleich mal kurz rüber zu kommen? Ja, was, warum verbindet sich die Kacke jetzt nicht?
Nein! Arsch mich nicht. So, der Manapool ist gefüllt. Das heißt, es ist eigentlich nur noch ganz kurz, bewegt deinen Arsch rüber. Fuck. Mach, hol dir gerade einen Lexica Botania. Ja. Damit ich. Ah, wir haben sogar noch eins. Gut. Tu mein Wand of the Faust jetzt in diese Kiste. Ja, das ist dein Wand of Faust. Fick dich. So, dann komm ich mal kurz rüber. Ja, Sekunde. So, ja. Und zwar, der Aufbau für das Portal nach Alfheim ist fertig. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch im Function Mode, müssen wir nur noch rechtsklick auf den Elfen Gateway Core machen und das würde sich aktivieren. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, das Server ist abgekackt. Das wird irgendwas jetzt sein. Nein. Du kannst da nicht durchgehen. Achso, nee, es war nochmal in meinem Kopf. So, jetzt läuft doch wieder alles. Gut, und jetzt sollten wir das Lexica Botania da durchwerfen können. Uff. Und jetzt sollte es... Ja, es hat sich verbessert. Yay. Kannst du rausnehmen. Achso. So, und das... Sollst du das immer noch ganz normal Lexica Botania heißen? Ja, aber wenn du mal aufmachst, dann steht da Elfengarde. Ja, stimmt, das recht. Greetings! We noticed that our portal was opened via a link from another world. That's rather shocking news indeed. We thank you very much for providing us with a... Alter, das hört sich irgendwie an so... Vielen Dank, dass Sie unseren Kunden Support geben. Ja, ja. Okay, we thank you very much for providing us with a repository of the knowledge and from your world as to keep us up to date to what happened since we left it. It's been a while since... Then it's good to see it's doing well. After some discussion with the High Council of Elvengard, we have decided to cooperate with you. You see, reading for your Lexica Botania has shown us a good amount of resources from your world that we would be extremely keen as to get our hands on, as they are non-exist in our lands. The link you have managed to establish is rather weak now. Living beings will be able to go through as you already know. However, the positive side to this, the link strikes the fabric of time of both our worlds in a way where it doesn't keep them in sync. That's the reason why you received your book back so quickly. When it comes to mana and other magical energies, we are plenty stocked on them, so worry not about the portal closing on our end. Let's put this in prospect in order for the advance of both our civilizations. We fail to accept the given set of resources. Sehr interessant. Best we got the High Council of Elvengard. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen was übersprungen. So, das können wir jetzt wieder lesen. The resources of Alfheim. Alfheim contains a very varied amount of extra resources, bla bla bla. Ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 23 Minuten. Ich beende jetzt hier die Folge. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kombi da, schreibt was rein, was euch stört und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.